Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Mods. Ja, wir haben heute mal wieder ein Flugzeug, wie ihr wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail oder Titel gesehen habt. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Hydra, den Senkrechtstarter, den es seit dem Heist-Update gibt und den es auch früher schon in GTA San Andreas gab. Aha, aber heute haben wir einen Ersatz für die von Skyline GTA, der für GTA 4 schon viele Mods gemacht hat und auch für GTA 5. Ja, GTA oder GTA 5, wie man sagen will. Wir haben auch noch zwei andere Mods von dem drin, die ich bei Zeit mal vorstellen werde, aber heute machen wir erstmal den Hydra-Ersatz. Und die Hydra an sich ist hier schon ganz cool, aber ich mag das Model von der nicht und deswegen haben wir jetzt was viel cooles, und zwar eine F-35B Lightning II oder Lightning II, eher gesagt. Ja, den echten Senkrechtstarter, den ja unter anderem das US-Militär benutzt. Einer der, ja, fortgeschrittensten Kampfjäger der Welt eigentlich, wenn nicht sogar der. Es gibt zwar noch die F-22 Raptor, aber die hat ja auch ihre Problemchen. Hier sehen wir schön die Raketen, also die F-22 Raptor MRAMs. Leider ihre Problemchen und deshalb ist der eigentlich so ziemlich der beste momentan. Mit, da haben wir Senkrechtstarter, habt ihr auch gerade hinten gesehen, hinten schön hier, das, wir gehen hier noch rum. Hinten Triebwerk, das man umstellen kann, das Stealth Technology, deswegen auch hier diese schönen Kanten. Und, ja, auf jeden Fall wollen wir uns mal genauer angucken. So, hier haben wir natürlich das Air Force-Zeichen. Es gibt mehrere Liveries, wie es auch immer heißt. Also mehrere Lackierungen für den. Das ist jetzt eine davon. Das ist unter anderem die US Air Force-Lackierung. Danger in Jet Intake. Dann hier Bekennung und alles. Natürlich hier nochmal die Raketen. Hinten auch nochmal 01 und hier Marines. Ach nee, Marines. Nicht Air Force. Doch, das war das Air Force-Zeichen. Ja, Air Force Marines. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht ganz genau aus, welche Markierungen die irgendwo drauf haben. Aber das dürfte mir nicht zu übernehmen. Können wir eigentlich drunter durchklettern? Ja, drunter, da. Unten drunter. So, jetzt habe ich es. Nee, leider nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können reingehen. So, wir gehen rein. Da fehlt jetzt natürlich ein bisschen die Leiter, die normalerweise drin ist. Also. Und dann geht's rein in die F-35. Hier mit Anzeigen und alles. Helm auf. Natürlich haben wir hier auch die ganzen Raketen und die Kanonen. Und so sieht sie aus. Da haben wir das Triebwerk. Und auf jeden Fall ein ziemlich cooles Flugzeug. Ich mag es auf jeden Fall sehr. Und ich meine, es ist eine F-35. Was will man dagegen sagen? So. Hier schimmert die Sonne. Aber natürlich können wir hier, wenn wir E drücken, auch das umschalten. Da funktioniert auch alles. Jetzt, wenn wir hier hochgehen, da ist auch da der Lüfter. Beziehungsweise der Lüfter. Ich nenne es immer Lüfter, der da auch normal ist. Und sagen wir Radiator. Und wir gehen mal zum normalen, zum Senkrechtstarten, können wir natürlich mit der, funktioniert ganz genau wie die Hydra. Und wir können auch, wenn wir jetzt hier landen kurz, können wir auch umschalten auf den normalen Modus. Und hier starten. So, wenn wir hier normal starten wollen, können wir hier, und dann fährt auch, oh Gott, auch oben die Klappe ein. Ich wollte auf nichts anlocken. Gut, auf jeden Fall, so können wir natürlich ganz normal mit der Fliegen, Hydra-mäßig. Können wir natürlich auch mit der Fliegen, also VTOL-Funktion, Vertical Takeoff and Landing. Also rumschweben können wir auch, das machen wir mal kurz. So geht's natürlich auch hier, ganz normal wie die Hydra und natürlich auch wie die F-35, auch in echt. Wollen wir kurz in der Luft zum Stehen kommen, denn wir machen was, was ich bisher noch nie gemacht habe, also was auch bei dir geht. Übrigens, das MG ist, nicht sichtbar. Das liegt daran, also beziehungsweise da ist es drin. Das liegt daran, oh Gott, was war denn das? Das ist normalerweise so, wie er es gemacht hat, sah es scheiße aus und deshalb hat es nicht gemacht. Aber wir können jetzt hier, der Doors and Windows Menu. Doors and Windows, und da können wir jetzt die Türen öffnen. Also das ist einerseits die, die wir nicht öffnen wollten. Right Front Door, da können wir Right Front Door und die Left, Rear Door, die Türen. Dann haben wir hier unten zwei Bomben drin, die wir leider nicht benutzen können, weil das momentan noch nicht in GTA möglich ist. Aber vielleicht irgendwann wollen wir mal wieder alles wieder closen. Auf jeden Fall, da hat man auch mal einen extra Waffenschaft, den man ausführen oder den man öffnen kann. So, und ja, aber das ist auf jeden Fall die F-35 Lightning II. Sehr geiles Flugzeug. Wo ist der Schatten? Wo ist der Schatten? Der Schatten sieht auch immer cool aus von der. Da. Hier war doch eben Blimp. Blimp, da. So. Und grandios daneben geschossen. Die war doch eigentlich angelockt. Vielleicht was zu spät.
Wollen wir nochmal einfach mit der Kanone einen Anflug machen. So. Und da schön durch die Trümmer fliegen. Ja, auf jeden Fall, das ist die F-35B Lightning II. Wenn es euch gefällt, der Download-Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, gut, eigentlich das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Hab viele, viele Mods noch für euch. Und ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Aus keiner Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.